Scheiße. Ja. Gut, ich hoffe, man hat das nicht gesehen. Weltoffenes Thüringen, ja. Aber weltoffen, es sieht anders aus, glaube ich. Oh, man muss doch diese Frau einfach lieben, oder? Guten Tag, wir befinden uns in Gera. Hier gibt es heute eine Montagsdemonstration und auch einen Gegenprotest, der eine halbe Stunde schon vor der Montagsdemo losgeht. Wir sind auch nicht alleine, jede Menge Polizei ist auch schon hier vor Ort. Gerade eben habe ich mitbekommen, wie man hier ein paar Kinder mit Deutschlandflaggen wo beleidigt hat. Ist nicht so schön. Man will verhindern, dass hier die beiden Lager aufeinander treffen. Aber ja, 12 Einsatzwagen der Polizei. Es gibt mal immer was Neues geboten hier. Oh, Scheiße. Ja. Gut, ich hoffe, man hat das nicht gesehen. Hier schauen Kinder zu! Jetzt mal 3 Minuten hier am Film, schon fliegen an die ersten Brüste um die Ohren. Ja, wir machen hier heute eine Olympiade vom Theaterplatz. Und die Sophie wird euch dann da durchführen und euch zeigen, was es alles für Stationen gibt. Atteste werden nicht angenommen, das macht bitte jeder Sport. Es gibt hier eine Olympiade. Was ist das jetzt schon wieder? Also da steht Liebe, Stress, Liebe statt Stress, Ordnungsruf. Schönen guten Tag. Entschuldigung, können Sie was dazu erzählen, warum Sie das hier auf die Straße malen? Provozier die nicht, Andreas. Provozier die nicht. Na toll, jetzt haben wir es wieder erreicht. Sind wieder irgendwelche komischen Matten hier. Weil du nicht da hinten bleiben konntest, Andreas. Weil du nicht da hinten bleiben konntest. Ich hab's gewusst. Guten Tag. Könnt ihr sagen, warum ihr heute hier seid? Es geht mich nichts an. Also der Mann macht sich hier solche Mühe, das hier alles schön zu gestalten und ihr steht da einfach mit euren Schuhen drauf. Naja, ich weiß nicht. Gut, Kommunikation funktioniert auch nicht. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Gehen wir weiter. So, Gera ist bunt. Hier wird das bunt dann auch in unterschiedlichen Farben natürlich gemalt, damit es ein bisschen besser wirkt. Was? Fuck Nazis? Haben Schrumpf? Oh Leute, ey. Weltoffenes Thüringen, ja. Aber weltoffen, es sieht anders aus, glaube ich. Sie bauen ja hier gerade Grenzen auf. Ja, können Sie wenigstens erklären, warum Sie das machen? Die Grenze ist nur, dass du nicht auf die Fresse kriegst. Wie bitte? Die Grenze ist nur, dass du nicht auf die Fresse kriegst. Die Grenze ist dafür da, dass ich nicht auf die Fresse kriege. Das ist aber sehr nett von Ihnen, Dankeschön. Ach, Regenschirme. Hier dürft nur bis zu dieser Linie, ja? Bleibt cool. Ja, wer sich immer gefragt hat, woher das Wort abgeschirmt kommt, ja, es kommt genau davon. Aber ich glaube, jetzt weiß ich, was die Olympiade sein soll. Man hat hier Start- und Zielpunkte und diese Pfeile hier auf den Boden gemacht. Ich denke, das wird dann wahrscheinlich losgehen, wenn hier die Demo dran vorbeigelaufen ist. Dann startet man hier irgendwelche Wettkämpfe. Es steht hier, ihr könnt rennen in Pantoffeln. Hauptsache, ihr hattet die Kartoffeln. Das ist wahrscheinlich die Disziplin, die hier losgeht. Bitte? Ja, nicht, dass ich hier jetzt vorkomme. Ja, bitte, dann. Bitte weg mit dem. Warum? Ja, der ist gleich recht jetzt, ist eigentlich easy auf. Auf einer Veranstaltungsfläche? Ja. Auf einer Veranstaltungsfläche darf er dann mit dabei sein? Tue ich tatsächlich. Also man hat hier diese Pfeile auf den Boden gemalt, weil man dann wahrscheinlich eine Kartoffel kriegt. Da eine von diesen Kartoffeln sicherlich. Auf einem Löffel. Ach so. Das ist die Olympiade dann quasi. Oh, jetzt kann man nicht mal die Kartoffeln sehen. Okay, haben wir ein neues Schild. Wenn du... Man hält extra dieses Schild hoch, damit wir das lesen können. Wenn du stolz, ach so, das kennen wir doch auch, nee, mit Bienen kennen wir noch nicht. Wenn du stolz auf dein Volk sein willst, schaff dir Bienen an. Oh, man muss doch diese Frau einfach lieben, oder? Wenn die Biene erst, was, wenn die Bienen erst sind weg, hat das Jammern keinen Zweck. Wer nicht der, was, Tiere leben ehrt, ist das eigene nicht wert, wahrscheinlich. Oh. Hat aber ganz schön lange gedauert. Ja, man kann es auch nicht wirklich gut lesen, weil hier und da halt was verdeckt ist von der guten Frau. Wusstet ihr, dass die Pressefreiheit extra gemacht worden ist, um vor Faschismus zu schützen?
wie wäre es, wenn ihr einfach mal pressetätig werdet? Dann könntet ihr viel mehr tun, als nur Regenschirme zu halten. Das wäre vielleicht auch sinnvoll für unsere Demokratie. Schönen guten Tag, ich suche mir nur jemanden, der sagen kann, warum Sie heute hier sind und worum es Ihnen geht. Hier geht es darum, ein Zeichen zu setzen gegen diese Spinner da hinten. Da apropos, da drüben gerade so diese vermummten Antifa-Leute stehen. Was die da? Sind genauso wie Spinner. Okay, ja, da sind wir uns auch einig. Oh Mann, dieser Mann ist mir echt sympathisch. Vielleicht mal zur Information, der Typ mit der Kamera da vorne ist ein rechtsextremer Streamer, er ist AfD-Funktionär, gebt ihm keine Interviews, okay. Wendet euch von ihm ab, der nutzt das nur um... Also das gibt eine Anzeige hier, das ist ja mal mindestens Rufmord. Rechtsextrem, hat er mich gerade echt rechtsextrem genutzt? Also ich möchte eine... Okay, also man hat mich jetzt namentlich rechtsextrem genannt und das vor ein paar hundert Menschen. Ich möchte das zur Anzeige bringen, weil das mal mindestens Rufmord ist. Ja, da jetzt geht's hier ja auch los. Na, haben wir ja ein tolles Timing. Darf ich Sie kurz fragen, warum Sie heute hier sind? Immer noch derselbe Grund. Wer wäre? Wir sind mit allem unzufrieden, was in diesem Land passiert. Mit allem? Ja, mit ziemlich allem. Okay. Können Sie das an drei Sachen festmachen? Ja, zum Beispiel, wenn ich sehe, was aus unserem Wahlergebnis geworden ist. In Thüringen. In Thüringen. Ich sehe nach wie vor, für den Frieden gehen wir auf die Straße. Wir wollen nicht, dass hier weiter geliefert wird ohne Ende. Waffen wahrscheinlich. Und genau, die Waffen. Und naja, und da sind wir immer motiviert. Wir eine Sache fehlt noch, eine Sache. Eine Sache, ach, ich möchte jetzt nicht. Bestehen Sie zur Migration? Ja, unbedingt, da muss ich viel ändern. Danke. Ich wollte gerade gehen, jetzt kommt ein Regenschirm auf mich zu. Ich wollte gerade gehen. Oh, gut. Sie machen einen tollen Job. Wie viel bekommen Sie hier für eine Stunde für den Scheiß? Was? Willst du mich verarschen? Ist doch eine legitime Frage, oder? Wie viel kriegst du denn? Oh, kommt drauf an. Ich weiß nicht. Gar nicht. Kommt drauf an, was ihr sagt. Wenn ihr interessant seid, dann geht's mitunter. Versucht ihr mich hier in irgendeiner Form vielleicht einzuschüchtern oder so? Achso, ich muss ja noch eine Anzeige machen gegen diesen Typen, der da diese Rede gehalten hat. Jugend fordert Re-Migration! Unsere Welt, die du nicht kennst, wir leben fest, während du fällst. Wir sind da in Deutschland los, hart und schlecht, die Deutsche auch. Für uns gibt's die Kohle tot und wir werden niemals raus. Ja, zur Jugend. Mindestens. 30% haben es begriffen, 10% sind sich nicht einig, 60% haben nicht begriffen, was in Deutschland los ist. Dass wir kurz vor dem Krieg stehen. Überlegt es euch genau, was ihr wählt, Krieg oder Frieden. Stoppt diese Kriegstreiber und die Waffenlieferanten in der Ukraine, sonst ist das der Krieg. Aber müssen wir nicht Angst haben vor dem Russen? Keine Angst. Nein? Okay. Haben Sie Angst vor dem Krieg? Ich sag ja. Na gut, wer hat das nicht? Eigentlich eine doofe Frage, ja. Genau, aber wie wahrscheinlich halten Sie ihn? 60%. Dass wir in den nächsten Jahren einen Krieg hier in Deutschland erleben werden. Wenn die Haupt noch eins in Deutschland. Ui, ist aber viel. Wie verhindern wir das? Indem wir AfD wählen. Können Sie kurz sagen, warum Sie so begeistert sind? Weil ich freue mich, dass hier viele Bürger der Stadt Gera für eine gute Sache demonstrieren. Was ist die gute Sache? Gegen Krieg und keine Waffen. Okay. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir die Antifa-Olympiade verpasst hier. Toll. Ich war auch hin und her gerissen. Ich hätte sie auch echt gerne erlebt. Aber dafür dann die Kundgebung hier zu verpassen, wenn hier noch Redebeiträge sind. Ja, warum sind Sie heute hier? Weil ich mit der Politik unserer Regierung nicht einverstanden bin. Was stört Sie denn da am meisten? Die generelle Politik, die Wirtschaftspolitik, das Bankenchaos ist, die Migrationspolitik, nicht gegen die Ausländer, ja.
weil die Fachkräfte werden gebraucht, aber man sollte die Fachkräfte ins Land holen und nicht die Verbrecher im schwächsten Fall. Ja. Und dass man die strafwillig werden, dann auch abschiebt. Ja. Aber woher weiß man das, wenn man die Menschen hier ins Land lässt, wer das von denen... Vorneweg nicht. Ja, aber man kann davon ausgehen, wenn man Fachkräfte haben will, haben die einen Bildungsabschluss. Und haben Papiere. Eine Fachkraft kommt nicht mit einem Schlauchboot aufs Mittelmeer. Ja. Momentan werden ja die Leute hier aufgenommen, weil sie eben um Asyl bitten. Wie stehen Sie dazu? Wer verfolgt wird, der soll auch sein Asyl kriegen. War total überrascht. In Ägypten hat man den Zirkus aus dem Thüringer Landtag übertragen. In sämtlichen Hotels und selbst in Kairo auf dem großen Platz. Das ist Weltpolitik, was ja, in Thüringen passiert. Das ist Weltpolitik und selbst in Kenia waren bekannt und selbst dort lief es überall. Und alle greifen sich an den Kopf, was hier los ist. Und warum sich das überhaupt die Bürger hier gefallen lassen. Wenn Sie es in Worte fassen müssten, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Wir Thüringer werden unseres Wahlsieges beraubt. Was angeht, die AfD wird ihres Wahlsieges beraubt. Die CDU spielt das größte Schmierentheater in der Geschichte. Am Verfassungsgericht sitzen Richter mit einem Parteibuch, die nicht unparteiisch entscheiden, sondern parteiisch. Also, es hat nichts mehr mit Demokratie zu tun, wo alle Altparteien jahrelang drauf gebockt haben. Nein, habe ich mein Mikro verloren. Es ist weg. Oh, ich bin so ein Trottel. Ah, ich habe mich gerade runtergebeugt, um mein Dingsbums hier, mein Handy zu laden. Und jetzt ist das Mikro weg. Ah, ich hasse mich. Ja, das kostet ja auch nichts, die Technik. Ach, Leute. Die Vorwürfe des Plagiats, wonach jede dritte Seite seiner Doktorarbeit betroffen ist, machen die Situation noch brisanter. Mario Vogt hat nicht nur die Demokratie verraten, sondern auch die akademischen Standards, für die er angeblich steht. Die Frage bleibt, wie konnte er sich so unvorsichtig verhalten?